Was für ein Gedöns? So eine Form. Siehst du, was ich meine? Alter, Junge. Ja, ich würde jetzt sagen, ich habe zwei Formen hier und ich habe auch Clay hier. Ich glaube, in den rechten Lagerfeuer sind noch Formen drin. Müsste einen drin sein. Habe ich mir einen Barren genommen. Jetzt muss ich den Barren erstmal aufheizen und den dann. Der muss ja dann erstmal so, ne? Behauen werden. Ich glaube, die sind schon behauen. Echt? Die musst du nur noch schmieden, glaube ich. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Aber da muss ich ja sowieso nochmal. Ja, erhitzen muss es auf jeden Fall. Das stimmt. So, komm mal her, du. Aber gelbe Paprika gefunden. Wie warm müssen die denn werden? Ja, habe ich schon. Wie warm müssen die werden? Nur hot oder müssen die so? Very hot. Very hot. Ich hab Kapok. Ich port mich jetzt zu euch. Ich hab Push. Ich hab auch Dschungelbäume gefunden. In der anderen Richtung. Schmunzelfee. Bist du sicher? Ist nicht mehr Schmunzelfee, vielleicht bin ich bei dir. Vielleicht solltest du dich nicht dahin porten. Ich hab Mais gefunden. Ich hab mich zu dir geportet. Wo ist denn jetzt mein Barren hin? Und das sieht genauso aus wie die Gegend, die ich gerade gesehen habe. Lol, Ed, mein Barren ist weg. Ja, das passiert. Ja, dann ist er zu heiß geworden. Wenn er flüssig wird und dann ist er zu heiß, dann ist der Barren weg. Er ist komplett weg. Ah, ja, dann ist er komplett weg. Ist ihn kaputt geschmolzen. Mein Barren ist weg. Barren. Ja, der Barren! Der Barren ist weg! Mein Barren ist weg. Mein Barren. Barren? Oh, der arme Baron. Boron? Das war doch der Gott bei... Boron. Bei DSA. Bei DSA, das war Borbarat. Boron, Borbarat. Das war ja ich habe Gott. Möhren gefunden. Ich habe Boron. Möhren Boron sagt mir gefunden. Was habe ich noch gefunden? Das ist der böse Gott bei DSA. Ich habe dessen Namen man nicht ausspricht. Ich habe Carrot Seeds gefunden. Bist du dir da sicher? Yeah. Ja, wir können Karotten anbauen. Nein. Oh, was ist das? Was der da so ist heißt. Eine neue Pflanze. Pflanze. Was ist das? Was ist das? Ich habe Sojabohnen gefunden. Yay! Das neue. Band. Und was ist das hier, Draw? Ich habe lila Holz gefunden. Ach gut. Ja, das ist halt die Dschungelbäume. Aber ich habe Oak gesucht eigentlich. Oh, Draw ist aber fit. Also Draw. Dann Bend und dann Punch. Damit habe ich eine Bismuth Pickaxe Medium gecraftet. Wie ist denn so eine Bismuth Pickaxe Medium drauf? Ist die gut so drauf oder ist die eher so? Die ist halt so mittelmäßig drauf. Weizen habe ich auch gefunden. Die ist mittelmäßig drauf. Dann crafte ich mir am besten gleich noch eine, wa? Also wie ist ein Tin Pickaxe? Die ist halt aus Zinn. Die ist auch mittelmäßig drauf, richtig? Es kommt auch an, wie gut du die schmiedest. Ja, die ist hier schon geschmiedet. Ach so. Ja, die ist, dann ist sie toll. Weil er sie geschmiedet hat. Nee, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist sie zurückgekommen aus dem Äther. Genau. Hat sich selbst aus dem Äther ercheatet. So, dann muss ich den Plan zurückpacken, ne? Den Plan muss ich zurückpacken, dahin. Und dann Prospectors Pickaxe. Oh, habe gefunden. Was ist das? Sind das Tomaten? Sind das Paprika? Was ist das? Habe Tomaten! Gefunden. Ich habe gefunden. Ich habe gefunden. Habe. So, jetzt habe ich schon 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Holzsorten. Das ist ja toll. Nee, ja, doch. Ja, aber ist nicht das dabei, was ich haben will. Und jede Menge Gemüse, das packe ich alles mal hier was rein. Was denn hier? Hier ist noch was Neues. Oh, Garlic. Okay, das haben wir schon. Nur oben. Egal. So, hier Garlic kann man immer gebrauchen. Lehm kommt da rein, auch das. Hier kommen Steine rein. Da kommen Erze rein. Was haben wir da unten drin? Dirt. Aha, interessant. Nee, der kommt woanders hin. Da packen wir jetzt ein bisschen rohes Fleisch rein. So, was haben wir hier noch? Fleisch. Das kommt da rein, was ist das? Wir haben noch Oakplanken! Irgendeiner hat schon mal Oak gefällt. Wer war das? Wer hat den Edelstein da reingetan in die Kiste? Ich? Da musst du auch Oakplanke da reingetan wahrscheinlich. Ich bin vorhin in eine Richtung gelaufen und zwar ganz, ganz, ganz weit. Und dann, ich weiß aber nicht mehr wohin, weil ich weiß nicht mehr, wann ich das wann dahin gemacht habe. Ich weine. Na gut.
Das ist vor. Steht aber auch nicht dran, weil welches Holz das ist. Als ich beleidigt war, dann bin ich in eine Richtung gerannt. Da habe ich einfach irgendwas gefällt, so. was mir vor die Flinte kam. Jetzt habe ich keine Steine mehr, ich bin ein Depp. Depp! Und ich bin wieder allein. Also das ist aber echt ein bisschen buggy, ne? Diese blöde Crafting-Geschichte. Der zeigt teilweise, wenn du alles erfüllt hast, auch so mit dem letzten Schlag oder mit einem Schlag oder sowas, dann zeigt er dir das trotzdem mal als X an oder so, also dass du es nicht erfüllt hast. Und dann macht er es aber trotzdem fertig. Ja. Alles sehr mysteriös ist das. Alles sehr mysteriös. Kann ich gar nicht gutheißen, sowas. Doch, Tekken spielen? Ja, richtig. Das ist Pinier. Aber wir sollten uns noch ins Bett legen. Bei uns zu Hause, warum? Wollen wir ins Bett gehen? Bettle. So oben? Ja, ich komm. Spätle. Wie oben? Ja, wo du bist. Ich komme gerade ins Haus gerannt. Wieso suchst du mich? Nö, leg dich erstmal ins Bett. Ich leg mich unten ins Bett. Und ist ja auch noch eins. Für die Leute, die zu spät kommen. Boah, es leckt gerade voll. So, jetzt. Gute Nacht. Nacht. Weil als ich nämlich da war, fiel mir nämlich gerade ein, unten habe ich nämlich in eine andere Kiste etwas reingepackt und das sind Oksetzlinge. Ja, zwar genau 5 Stück. Die habe ich mitgebracht. Ich kann. Dann pflanzt mich doch jetzt irgendwo an. Sehr geil. Ich habe vorhin aber auch schon ein paar irgendwo hingesetzt, weil ich die aus dem Inventar haben wollte. Ich weiß noch nicht wohin, wo die sind jetzt. Egal, ich stand hier einfach welche hin. Zack, zack. So, ich glaube, das sind die zack. Riesenbäume, die da hinten wachsen, die ich da hinten hingesetzt habe. Achso, dann machen wir es vielleicht nicht viele hier auf einen Blick, meinst du? Ich meine, das ist Oak. Als ich nämlich vorhin da war, sah das nämlich so aus. Warte mal, wo wollte ich denn jetzt hin? Ich wollte in irgendeine Schlucht, aber ich weiß gar nicht mehr, woher ich da kam. So. Mit Knochenmehl kann man die nicht schneller wachsen lassen, ne? Ich weiß es nicht. Die wachsen einfach so. Bei mir hat das jetzt, ich weiß nicht, wann habe ich die gesetzt? Vor 2 Tagen? Also vor 2 Minecraft-Tagen? Wir sprechen schon in Minecraft-Tagen. Meinst du, das sind diese Riesenbäume, die hier hinten auch steht, oder was? Ja, das da, wo du gerade drauf stehst. Ich meine, das ist Oak. Ich meine, das habe ich vorhin, das habe ich vor, was weiß ich, wann gepflanzt. Vorhin guck mal. Helle das mal und schau, ob es Oak ist. Ich schaue. Man müsste noch so einen Stab haben, wo man was mit untersuchen kann, bevor man es fällt. Ah, das ist Oak. Okay. Oder so nach dem Motto, weißt du? Mal gucken, was das jetzt so, hier wie gibt. Wie funktioniert das jetzt mit das der... Das ist, das ist Sequoia. Okay, dann gehen wir weiter zurück. Irgendwo da habe ich Oak-Sätze hingesetzt. Ja, da sitzen ein paar Sätze, die sehen genauso aus. Dann sind sie noch nicht erwachsen. Okay, wie funktioniert das jetzt mit der Prospectus? Boah, wie das leckt. We found mit der Prospectus a very large sample of Kesselrite. Oh ja. Viel Spaß. Viel Spaß. Was? Sie hat das letzte Mal vorgelesen, das ist so eine Triangelwertung. Das ist, du musst dir das dreidimensional vorstellen. Das ist wie ein dreidimensionales Solitärspiel. Meint er jetzt mich? Solitär, wie heißt das? Minesweeper. Wie ein dreidimensionales Minesweeper-Spiel. Du musst, das klappt nach dem Ausschlussverfahren. Du musst mehrere anklicken und dann ungefähr schätzen, in welche Richtung du musst. Und du musst immer dreidimensional denken. Nicht nur einen Block, sondern am besten 3 oder 4 anklicken und dann gucken. Okay, und fuck. Dann in die Richtung gehen. Und was brauchen wir für Erze? Alles. Alles, was du findest, ist gut. Auch Kesselrite? Bismut ist vielleicht nicht ganz so gut, aber... Kesselrite ist schon ganz gut. Bismut findet man überall. Muss ja erstmal irgendwie rauskommen. Wieder. Das ist schon mal die Grundvoraussetzung. Ja, boah. So, ich bin wieder rausgekommen. Sonst ist das nämlich crazy. Wir haben eine Geschenkkopie erhalten. Oh mein Gott, jemand hat mir gerade The Walking Dead geschenkt. Oh, schön. Tolles Spiel. Warum schenkt mir keiner The Walking Dead? Liebe Fee, weil mir gerade mal wieder nach Geschenken ist, hier noch was für dich. Ich nehme auch was. Danke. Das Geschenk. Ich nehme auch The Walking Dead. Das spiel ich dann mit Fee zusammen. Das kommt von Hermann. Hermann. Ich brauche auch The Walking Dead. M. Hermann. Ich weiß nicht wie. M. Hermann. Mr. Hermann. Vielen Dank, M. Hermann, für dein tolles Geschenk. Das habe ich mir voll gewünscht. Yay. Cool. Ich habe gerade Leben dazu gekommen. Vielleicht ist das der Tittenbonus, den ich habe. Ich weiß nicht.
Ich kriege in letzter Zeit voll aufgeschenkt. Mir hat ja auch einer schon einfach so Dishonored geschenkt. Dishonored ist so ein geiles Game. Dishonored habe ich noch nicht geschenkt bekommen. Oh. Da war ich aber auch geschockt. Also 50 Euro mal eben so. Da hatte ich so, WTF. Das muss ein Bonus sein. Ich kriege keine. Super lieb, aber ich meine, OMG. Ich habe mich tierisch gefreut, klar. Ich weiß nicht, Dishonored ist okay, aber es ist halt ein Spiel, du musst halt schleichen. Muss du nicht. Ja, aber wenn du da alles abmetzelst, kriegst du kein so geiles Ende. Oder kein gutes. Kriegst ein anderes Ende und dann guckst du das geile Ende bei jemand anderem, der das Let's Played. Nee, ich bin jetzt dazu übergegangen, deine Oma, rather. Ich bin jetzt dazu übergegangen, einfach mit Betäubungspfeilen um mich zu schießen. Dann sind die auch außer Gefecht gesetzt, aber ich töte sie nicht. Also ich habe letztens ein so ein bisschen von hinten erdrosselt, also nicht ganz umgebracht, sondern nur so, ne? Verstehst schon? Und danach habe ich ihn genau ins Wasser geschmissen und dann ist sein Kopf geplatzt. Das macht Sinn. Wie kann das denn, kann das denn gehen? Das habe ich mich auch gefragt. Kann man in, glaube ich, in welcher Aufnahme sieht man das? Ich weiß nicht, ich glaube Folge 8 oder so. Ich bin mir nicht mehr sicher. Was sind das hier eigentlich für welche mit diesem dunklen Stamm, die hier so komisch nach oben wachsen? Nach oben wachsen? Dunkler Stamm? Achso, die hohen, ja, wollte ich gleich fällen, aber. Pinien? Kannst du auch fällen gehen, wenn du willst. So aus wie Pinien. Nee, Pinien sind die ganz großen. So. Oder Sequoia. Sequoia kannst du auch sagen. Oak! Nee, die haben helle. Ja, genau, ich weiß, Oak. Da hast du welche gesetzt. Die haben ganz helle Blätter. Und das sieht aus wie ein Tropfen, so nach oben geformt. Und dunkles Holz. Sind hübsch. Ich habe Oak. Bäumchen. Wie ein Tropfen. Aber bei weitem nicht genug. Die hier, guck. Wo ich stehe. Hallo, hier. Ja, ich glaube, das sind diese Sequias. Dann ist das hier hinten. Dann müsste das hier hinten ein Oakwald sein. Das müsste ein Oakwald sein hier hinten. Ein Oakwald? Vom Oak mehr auf. Oder ist Oak mehr auf? Wo sind das ja schon wieder andere? Ich habe keine Ahnung. Ein Oakwald. Dann nimm mal ein paar Settings mit. Ja, ich guck gerade. Ich will gerade hier Saplings abprügeln, aber es kommt keine Saplings auf. Sample of Cassowite. Das ist kein Oak. Nee, das ist White Elm Sapling. Dreidimensional heißt aber, was heißt denn jetzt dreidimensional? Inwiefern, wie breitet sich der Schatten aus? Naja, du musst dir das einfach vorstellen, dass diese Prospectors Pickaxe ein Areal von 25 Blöcken dreidimensional gesehen absucht. 25 Blöcke, dreidimensional in alle Richtungen. Nein, ja, insgesamt sind das 25, ganz ruhig. Sind aber, du stehst in der Mitte von diesem 25 Dingsbumsblock. Du stehst gerade in der Mitte davon. Es du kann auch unter mir sein oder über mir es sein. Es kann unter dir, über dir sein, rechts, ja. Links, egal wo. Und du musst jetzt halt per Ausschlussverfahren in einer Richtung zum Beispiel vier Blöcke anklicken, die möglichst weit auseinander sind. Und dann kannst du schätzen, okay, gehe ich in die richtige Richtung oder gehe ich vielleicht in die falsche Richtung. Und dann wendest du dich vielleicht lieber nochmal einer anderen Seite zu. Ja, dann scheint und, das aber vorsichtig, yeah. wenn du zum Beispiel unter einer Kiste bist, wo Erze drin liegen, dann wird das die Prospectors Pickaxe auch finden. Also pass auf, dass du nirgendwo nach oben gräbst und auf einmal zum Beispiel, sagen wir mal, in meiner Schmiede rauskommst. Ja. Aber ich würde sagen, bevor du jetzt da weiter suchst, weil das dauert nämlich ewig, wir haben das letzte Mal schon 5 Folgen gemacht, würde ich sagen, wir hören mal auf, oder? Jetzt, wo Rio gerade richtig im Fahrt ist. Aber das geht von dem Block aus, den ich anklicke, richtig? Ja. Ja. Fuck. Und dann gräbst du dich einfach in irgendeine Richtung, 5, 6 Blöcke, und dann klickst du wieder an. Kann also sein, dass du guckst, ob du da. You found a very big amount of was weiß ich, und dann gräbst du dich 6 Blöcke in die Richtung, und dann steht da, found nothing of interest. Das kann dir auch passieren. Genau, dann weißt du, nimmst einfach mal die andere Richtung. Was ich da jetzt. Es ist also quasi wie ein Glücksspiel. Ja, ein bisschen. Ja, wollen wir Schluss machen, oder was? Mit unserem Leben. Ja, oder? Ich fand's eben noch 3 Eichen, warte. 2. Eichen weichen 3. Buchen. Okay. Stimmt nicht. Hört da nicht drauf. So, du bleibst da unten, Rio. Machen wir hier einfach Schluss, wo wir jetzt sind, oder? Gerade oben. Okay, dann treffen wir uns vorm Hochofen. Da haben wir ja auch angefangen. Das ist irritierend, dass da oben Blätter in der Luft schweben. Hat das seine Richtigkeit? Wo? Die sollen da oben sein, ja.
Das ist um die Außerirdischen. Oh, ich dachte, das ist vielleicht der Orientierungspunkt, falls wir mal weit weg sind. Obwohl da wahrscheinlich irgendwas Leuchtendes besser wäre, ne? Egal. So, meine Freunde, Zuschauer, Abonnenten und solche, die es werden wollen. Yeah. Schreibt in die Kommentare. Oh, halt die Klappe. Ihr nehmt jetzt alle euren... Nehmt alle euren Knochen in die Hand. Und dann wird alles gut. Ich nehme eine Möhre. Ab jetzt logge ich mich immer mit Möhre aus. Alle eure Eicheln in die Hand und dann ist alles Wir haben gerade von Eicheln gesprochen. Ich habe von Knochen gesprochen und von Möhren. Ja, aber er hat gerade Eicheln angepflanzt. Eicheln meine ich, sorry. Nein, Obst. Alter, der Knochen sieht aber echt merkwürdig aus in dem normalen Pack hier. Das sieht sehr ekelhaft aus. Ist egal. So, wenn ihr irgendwas benennen wollt, könnt ihr es auch in die Kommentare schreiben. Wenn ihr irgendwas verbessert wollt, wenn ihr was... egal, schreibt einfach alles rein, was ihr wollt. Terrafirma Price, ja. Richtig. Hab ich vorhin so beschlossen. Ich habe irgendeinen anderen guten Namen auch gelesen. Der wurde mir per Facebook geschrieben. Kann man mich eigentlich anzünden, wenn ich da unten reinspringe? Ich würde... Ja, du stirbst. Kann man. Ehrlich? Du stirbst, aber sowas von. Ich würde es lassen. Ja, es ist heiß da unten. Es sind ein paar tausend Grad. Soll ich ihn schubsen? Nein. Ist es, wir wollen uns jetzt ausloggen. Komm. Ja. Oh. Achso. Okay. Aber du kannst gerne mal ein flüssiges Metall reinspringen. Ist bestimmt gut. Ist auch so für Real Life. Kann man das mal öfter mal ausprobieren, wenn man in so einen Hochofen reinspringen mit flüssigem Metall. Ja, das kommt geil. Wollen wir loslegen? Okay. Ja, auf 17. Tschüss. Okay. 1, 2, 17. Tschüss.